Als Gewinn für die US-Wirtschaft und das amerikanische Volk hat US-Präsident Biden die Einigung im Schuldenstreit bezeichnet. Die wochenlange Hängepartie zwischen Regierung und Republikanern ist vorbei. Nach dem Repräsentantenhaus billigte auch der Senat einen Kompromissvorschlag, der es dem Land nun erlaubt, neue Schulden zu machen. Damit ist auch der ab Montag drohende Zahlungsausfall abgewendet. Amerikas Schulden dürfen weiter steigen. Auch über die bisherige Grenze von 31,4 Billionen Dollar hinaus. Bis 2025 wird die Obergrenze ausgesetzt. Erleichterung bei den Demokraten. Ohne diesen Schritt wäre der US-Regierung in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Wir haben unser Land vor einem katastrophalen Zahlungsausfall bewahrt, obwohl so manch einer auf der anderen Seite genau das wollte. Jetzt sind wir ein bisschen müde, aber wir haben es geschafft. Mit der nächtlichen Abstimmung im Senat endet eine lange politische Zitterpartie. Erbittert hatten Demokraten und Republikaner bis zuletzt um einen Kompromiss gerungen. Am Ende steht eine deutliche Mehrheit: 63 Ja-Stimmen und 36 Nein-Stimmen. Das Gesetz ist verabschiedet. Der Kompromiss sieht vor, dass der amerikanische Haushalt faktisch eingefroren wird. Außerdem müssen Empfänger bestimmter Sozialleistungen künftig einen Job nachweisen. Höhere Steuern für Superreiche wird es hingegen nicht geben. Der Präsident dennoch zufrieden. Niemand bekommt bei Verhandlungen alles, was er will, aber diese parteiübergreifende Einigung ist ein großer Gewinn für die amerikanische Wirtschaft und das amerikanische Volk. Rechten Republikanern gehen die Einsparungen nicht weit genug. Die Leute, die das verhandelt haben, würde ich nicht mal mein Auto kaufen lassen. Präsident Biden will das Gesetz so bald wie möglich unterzeichnen und am Abend eine Rede an die Nation halten.